Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute wieder von mir zu Hause, da in der heutigen Zeit man nicht unbedingt rausgehen sollte und in manchen Gegenden auch gar nicht darf. Und da die letzten zwei Videos über die Daytona 765 von Triumph waren, habe ich mir überlegt, sage ich wieder etwas zu unserer Campingausrüstung und zwar wieder zu der Go Zero Yeti. 1000 Lithium, wobei was ich erzähle gilt auch für die 1400er, ich glaube es gibt noch die 2000er und die 3000er Lithium, also sprich für die ganze Yeti Lithium Serie. Und zwar möchte ich heute auf die 12 Volt Ausgänge eingehen. Es gibt zwei, drei Dinge, die sollte man wissen und die möchte ich euch entsprechend mitteilen. Als erstes ist es so, dass wir diese drei Anschlüsse haben, und zwar den Zigarettenanzünder, die zwei 6 mm Ausgänge von Go Zero und den Anderson-Anschluss. Es ist so, dass jeder dieser Anschlussarten je maximal 120 Watt zur Verfügung stellen bei 12 Volt. Sprich, der Zigarettenanzünder bietet 120 Watt Maximalleistung an, der Anderson-Anschluss und die zwei 6 mm Anschlüsse auch. Das Besondere ist nun, dass Go Zero einen Adapter anbietet, den Max Power Adapter. Netter Name, sehr treffend finde ich. Und zwar kann man mit diesem Adapter, oder anders gesagt, man kann den Adapter an all diese Ausgänge, 12 Volt Ausgänge anschließen auf einmal und man erhält einen Anderson Ausgang, der bei 12 Volt doch 360 Watt Leistung bietet, sprich ganze 30 Ampere. Und dies kann doch sehr nützlich sein, wenn man ein Gerät hat, das deutlich über 120 Watt an Leistung benötigt. Doch das ist die eine Seite der Medaille, würde ich sagen. Das ist sehr positiv, drei Ausgänge, die je 120 Watt bieten, zusammen 360 kann man nutzen. Doch es gibt auch ein Problem mit diesen Anschlüssen. Und zwar ist es so, dass schon mal alle drei Anschlussgruppen die gleiche Spannung bieten. Sprich, wenn hier 12,4 Volt anliegen, liegen auch beim Anderson-Anschluss 12,4 Volt an. Und das Problem ist, dass diese Spannung nicht geregelt ist. Das bedeutet, dass je nach Ladezustand der Batterie, der Lithium-Batterie, der Yeti, die Spannung variiert. Sprich, wir sind jetzt bei 100% Ladekapazität der Yeti vollgeladen. Wir haben hier eine gewisse Spannung. Und wenn die Ladekapazität abnimmt, haben wir eine deutlich tiefere Spannung. Und dies kann doch sehr problematisch sein, vor allem bei Geräten wie zum Beispiel einem mobilen Kühlschrank oder mobilen, ja, mobilen Gefrierschrank, Gefrierbox. Denn die haben oft einen Batterieschutz eingebaut, um die Autobatterie vor einem Tiefentladen zu schützen, wenn man zum Beispiel die Starterbatterie verwendet, um die Kühlbox oder die Gefrierbox laufen zu lassen. Und das Problem wäre nun hier, dass zum Beispiel eine Dometic CFX50 Kühlbox bei einer Restkapazität von, sagen wir, um die 30-40% sich einfach abschalten würde. Und obwohl man einen Strom hat, man vielleicht damit rechnet, dass die Kühlbox eine gewisse Zeit laufen kann, sie sich einfach abschalten würde, um die Spannung nicht zu tief absenken zu lassen. Nun, Go Zero hat hierfür natürlich eine Lösung, die natürlich wieder Geld kostet, doch besser als nichts. Und zwar diesen regulierten Ausgang. Ja, ist relativ handlich. Hat auch eine LED, die zeigt, dass das Ding mit Strom versorgt wird. Denn wenn ich die 12 Volt Ausgänge jetzt ausschalte, den Adapter, nenne ich ihn mal, hier anschließe, am Anderson-Anschluss, den man übrigens nicht am Eingang anschließen kann, denn die Anschlüsse sind verdreht und dann geht es entsprechend gar nicht. Also ich schließe sie an und wie ihr seht, passiert nichts. Wenn ich sie einschalte, leuchtet diese schöne, sehr helle grüne LED, die man aber zum Glück mit einem Klebstreifen oder ähnlichem verkleben und so abdunkeln kann. Und das Besondere ist, jetzt haben wir neben dem noch freien 12 Volt Zigarettenanschluss, den ich weiterhin nutzen kann, mit
bis zu 120 Watt, den 2,6 mm Anschlüssen, habe ich nochmal einen Zigarettenanschluss, der nun aber geregelte 12 Volt bietet. Sprich unabhängig von der Ladekapazität. Ob dem so ist, ja, das werden wir gleich anschauen, denn es sind, um es schon mal vorwegzunehmen, mehr als 12 Volt. Und wir haben wieder einen Anderson Anschluss, der nun auch geregelt ist. Sprich, ich kann entweder diesen oder diesen nutzen oder beide zusammen, aber maximal darf ich diese auch wieder mit 120 Watt belasten. Ich habe mir nun Folgendes überlegt, und zwar habe ich hier einen Multimeter, den ich hier mal den Anschluss messen werde bei 100%. Dann werden wir auch bei 100% mal den regulierten Ausgang messen, was für eine Spannung wir da haben. Und dann werde ich mal die Batterie etwas entladen und das Ganze hier laufen lassen, sodass ihr sehen könnt, wie die Spannung bei den 12 Volt Ausgängen, die ja überall gleich ist, sich verhält, wenn entsprechend die Ladekapazität sinkt. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Und zwar einfachheitshalber messe ich mal im 20 Volt Bereich. Falls ihr euch nicht sicher seid, tut es bitte nicht zu Hause, denn einen Kurzschluss mit einem Ausgang, der bis zu 10 Ampere liefert, ja, würde ich versuchen zu vermeiden, denn die Funken können schön sprühen. Und auch wenn der Anschluss gesichert sein sollte, sprich die LED würde wieder auf Rot wechseln, ich würde es nicht versuchen und ich werde es auch nicht versuchen selbst, nach Möglichkeit. Das ist nur für den Notfall gedacht. Nun, ich schließe jetzt den Multimeter direkt beim Anderson-Anschluss an, da ich hier sehr gut rankomme und wir sehen, wir haben bei einer Ladekapazität der Yeti von 100% eine Ausgangsspannung von ja um die 12,5 oder 8 Volt, was schon mal relativ niedrig ist, aber 12 Volt sind 12 Volt. Und was ich jetzt tun werde, ist den regulierten Anschluss, was wahrscheinlich nichts anderes ist als ein DC-DC, also Gleichstrom-Gleichstrom-Konverter, der die Spannung entsprechend anhebt und diese auch reguliert, damit diese immer gleich bleibt. Ich schließe ihn an und messe wieder hier beim Anderson-Ausgang, da mir hier das Ganze doch etwas gefährlich ist, dass ich den Plus- und Minuspol verbinden könnte, wobei die Stifte sind kurz, aber egal, sicher ist sicher. Und wenn ich hier messe, sehen wir haben 14,06 Volt. Also ziemlich genau 14 Volt. Und nun werde ich das Ganze so anschließen, dass ihr die Spannung der Yeti seht. Denn das ist ja das Interessante, wie verhält sich diese Spannung. So, immer noch 12,58. Und ich werde nun die Yeti entladen. Und wie könnte ich das besser tun als mit unserem mobilen Heizgerät, denn dieses Gerät zieht bis genau 1500 Watt, ist genau das Maximum, das dauerhaft geliefert werden kann vom eingebauten Inverter und wir werden gleich mal sehen, wie die Spannung sich im Verhältnis zur Ladekapazität verhält. Und wir sehen uns später.
So, wie ihr gesehen habt, in der kurzen Zeit hat unser mobiler Heizer doch ganze Arbeit geleistet und hat doch rund 15% von meiner Yeti 1000 Lithium gezogen, so plus minus. Ich habe das Gefühl, es ging ein bisschen schnell. Es hat immer noch eine halbe Stunde angezeigt, aber gut. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, unter Last ist die Spannung am Schluss jetzt bei 85% Ladekapazität schon deutlich auf unter 11 Volt gesunken. Jetzt sind wir wieder bei knapp 11,9. Aber ihr seht, es geht relativ schnell, dass die Spannung halt runterfällt, vor allem unter Last. Was ich noch schnell tun werde, ist den geregelten Ausgang mal zu messen, und zwar unter Last. Sprich, wenn der Heizer läuft, schauen wir mal, ob die 14 Volt sich da auch so stark verändern oder nicht. Schauen wir doch mal. So, wie gesagt, verwende ich nun den geregelten Ausgang. Schließe mein Multimeter an. Kurzschlusssicher. Und wie ihr seht, wir haben immer noch 14 Volt. Und was ich jetzt tun werde, ich werde wieder den Heizlüfter laufen lassen und schauen wir mal, wie die Spannung sich verhält. So, wie ihr gesehen habt, trotz Belastung, man hat auch die internen Ventilatoren hier gehört, die den Inverter kühlen und auch die Akkus, die Spannung blieb konstant bei 14 Volt. Nun gut, um euch nochmal zu verdeutlichen, was das Problem sein kann bei einer zu tiefen Spannung, ich messe jetzt nochmals die ungeregelte Spannung. Um euch etwas zu demonstrieren. So. Ja, unter 11,9 noch. Und zwar habe ich hier das Autoladegerät von Goal Zero, mit dem man die Lithium-Yetis aufladen kann und nur mit diesen auch tun sollte in einem Fahrzeug. Denn der Eingang braucht mindestens 14 Volt. Und mit diesem wird entsprechend dies bewerkstelligt oder sichergestellt. Aber ich zeige euch diesen in einem separaten Video. Was ich euch aber zeigen möchte, ist, dieser hat auch einen Entladeschutz für die Eingangsquelle eingebaut. Und nun werden wir sehen, wenn ich ihn anschließe, entweder leuchtet die LED grün, dann ist die Spannung noch hoch genug, oder sie wird bereits rot. Und dann würde hier entsprechend ein angeschlossenes Gerät am 8 mm Anschluss gar nicht mehr geladen werden. Schauen wir mal. Und wie ihr seht, LED ist rot, das heißt, die Schutzschaltung greift schon, um die Batterie vor einer tiefen Ladung zu schützen. Natürlich ist es keine Bleisäurebatterie, darum ist es ein bisschen etwas sinnlos. Und was ich jetzt nun tun werde, ist, ich werde den geregelten Anschluss nehmen, also sprich mit diesem Abkonverter, und hier den Autoladeregler anschließen. Die LED sollten wir sehen. Ich schließe ihn an und wie ihr seht, die 14 Volt passen perfekt. Und genauso verhält es sich auch mit Geräten wie zum Beispiel einem Kühlschrank oder anderen Geräten, wie die eine Schutzschaltung eingebaut haben. Nun, das war's bereits für heute. Was ich jetzt noch tun werde, ist bis etwa 50% die Yeti entladen, mit dem Multimeter angeschlossen, sodass ihr, falls ihr Interesse habt, dies weiter verfolgen könnt, wie sich das verhält. Das Verhältnis Ladekapazität zu Ausgangsspannung an den 12-Volt-Quellen. Und ja, bevor ich Tschüss sage, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal. Und aktiviert doch auch die Glocke, damit ihr keins meiner oder unserer Videos verpasst. Und ja, das sage ich doch gerne. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Ja, ist auch die Yeti. Sind die Akkus etwas warm geworden? Stellen wir mal den Heizer auf die Seite. Und die Spannung, wie ihr gesehen habt, ist ein bisschen laut, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr hört mich noch gut. Und die Spannung unterlasse ist doch schon bei 10,2 Volt gewesen. Jetzt die Leerlaufspannung beträgt 11,3. Und lassen wir mal die Yeti etwas abkühlen. Und ich schließe gleich noch den regulierten Ausgang an, um zu schauen, ob wir immer noch diese 14 Volt erhalten oder ob auch diese Spannung runtergefallen ist. So, schauen wir mal, am besten beim Anderson-Ausgang. Und siehe da, immer noch 14 Volt. Sprich, dieses Gerät ist wirklich sehr sinnvoll, wenn ihr eine zuverlässige Spannung von definitiv über 12 Volt braucht, unabhängig von der Ladekapazität der Yeti selbst. Also dann, was mir gerade auffällt, ist, es werden gerade 6 Watt verbraucht. Und zwar, ich glaube, nicht nur für die Ventilatoren. Ich habe das Gefühl, dass jeweils irgendwas da noch nachläuft bei hohen Stromverbräuchen. Gut, soviel zum Versuch. Wir sehen uns nächstes Mal. Bleibt gesund und tschüss.